Schmeckt sie wirklich? Frieda ist alleinerziehend. Ihre Töchter Patty, Lilo und Selma halten sie ganz schön auf Trab. Als ob das nicht reichen würde, bricht die Betreiberin einer Imbissbude mit einem ausgewachsenen Burnout zusammen. Eine Geschichte aus dem Leben, die noch dazu in Duisburg spielt. Und das nicht zufällig. Ich mag das Ruhrgebiet sehr, insbesondere aber Duisburg. Ich habe in Duisburg lange gearbeitet und da haben mir insbesondere die Mentalität der Menschen sehr zugesagt. Sehr ehrlich, sehr geradlinig und deshalb wollte ich gerne in Duisburg unbedingt drehen. Friedas Bruder Walter will seiner Schwester helfen, doch nicht ohne Gegenleistung. Walter alias Mudo ist schon seit Jahren scharf auf das väterliche Rezept für die Currysoße. Wie war es für den sympathischen Rapper, einen Bösewicht zu spielen? Ja, der Walter ist ein fieser Mück. Aber, oder ist er eine fiese Mück? Aber er ist eigentlich auch, es ist ja eigentlich bemitleidenswert. Man kann ihn ja verstehen irgendwie. Damals hat das Goldsternchen alles gekriegt, hinten rein, vorne rein. Ich habe immer gearbeitet, weißt du? 20 Pommesbuden, Duisburg und Umgebung ist ja kein Pappenstiel. Deswegen kann man es schon nachvollziehen. Und das ist ein, der hat ja viele Seiten. Mal ist er nett und er hat auch ein bisschen Vatergefühle, Patty gegenüber. Von daher ist das kein durch und durch böser Typ. Ich habe ihn gern gespielt. Doch leider hatte Smudo nicht viel Gelegenheit, Duisburg kennenzulernen. Eine der wenigen Szenen, die ihn in die Stadt gelockt haben, war am MSV-Stadion. Dort durften auch jede Menge MSV-Fans mitspielen. Bei der exklusiven Vorstellung im UCI-Kino haben sie sich zum ersten Mal auf der Leinwand gesehen. An dem Tag, an dem wir alle mit den vielen Statisten vor dem Stadion gedreht hatten, diese Schlussszenen, das war da bestimmt 6 Stunden oder sowas, haben wir da in der heißen Sonne gestanden. Und da war ich sehr erstaunt, wie viel Energie die aufgebracht haben, wirklich bis zum Ende durchzuhalten und Fangesänge zu skandieren. Diese menschliche Facette von Duisburg, die durfte ich erleben. Mehr habe ich leider nicht gesehen. Ich hatte einen Schal an und blau-weiß natürlich gekleidet. Ja, war sehr lustig. Und wie gefällt Ihnen das Ergebnis? Sehr schön. Ich habe mich sogar 2 oder 3 Mal gesehen. Ich kann mich immer an meine liebe Frau orientieren. Durch ihre roten Haare fällt sie mir sofort direkt auf. Und wo sie ist, kann ich nicht weit weg sein. Ne? In der Szene vor dem Stadion kommt es zum Wettbewerb zwischen den 3 Schwestern und ihrem Onkel. Wer die beste Currysoße macht, der darf das Catering im Stadion übernehmen. Wer den Zuschlag am Ende bekommt und wessen Pommes in der Stadionfritteuse landen, wird nicht verraten. Tina von Traben hat mit Pommesessen einen familientauglichen Film gemacht, der nicht nur Duisburgern gefallen könnte. Was auch immer in Freis feiner Currysoße steckt. Fußball, Pommes, Currywurst, Ruhrpott-Charme und jede Menge Frauenpower. Das sind jedenfalls die Zutaten dieses Films. Hier sind die 4 wieder. Bist du genug motiviert, dann bleib hier und hör zu. Hier sind die 4 wieder.